Hi Leute, Stromski wieder. Fast ist in Leid. Ich sitze hier, das ist meine allererste Aufnahme am neuen PC. Ich habe hier gerade im Menü zumindest 200 Frames. Aber im Menü sagt jetzt nicht viel aus. Aber, ihr könnt euch demnächst auf lagfreie Battlefield-Folgen und sowas freuen. Das Problem ist jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade einfach mein letztes Spiel weitermachen. Da sind wir gerade, glaube ich, in Sektor 3 oder 4. Aber das Continue geht nicht. Ich dachte eigentlich, die Savegame wäre in der Cloud. Ich muss später meinem Laptop gucken. Ich denke mal, da ist sie dann irgendwo lokal gespeichert. Da wird es auch weitergehen. Wahrscheinlich seht ihr das auch erst danach. Aber deswegen mache ich jetzt schon mal einfach mal ein New Game. Und ich wollte ja eh noch eine zweite Runde zeigen mit dem Crystal Cruiser. Das ist nämlich das am schwersten zu freischaltende Schiff. Und ist eigentlich ziemlich cool. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ja auch wieder zwei verschiedene Layouts. Und hier ist was ganz Besonderes. Man hat nämlich andere Waffen als normalerweise. Besonders diese Kristalle, die können halt durch zwei Schilde durch. Und das ist schon ziemlich cool. Und zusätzlich hat man noch die Augmentation, also die... wie nennt man das? Nicht Anbringung. Also fällt mir gerade ein Name nicht ein. Für was als... für ein Extrasystem quasi am Schiff angebracht ist. In dem Fall ist das, da sieht man, wenn ich Schaden bekomme, eine bestimmte Chance habe, so einen Schad abzuschmeißen und der den Gegner trifft, ist jetzt aber nicht besonders stark. Und hier haben wir vier Leute, was schon ziemlich cool ist, aber schauen wir uns mal Typ B an. Typ B hat keine Waffen, gleiche Augmentation, da nur drei Leute, aber erstens sind das drei von diesen Küsteltypen statt nur zwei wie hier. Ich weiß gar nicht mehr, was sie so besonders können. Muss ich im Spiel nochmal gucken. Jedenfalls ist hier das Interessante, du hast einen Teleporter. Von Anfang an. Und das ist schon extrem geil. Kannst ja natürlich auch noch später Waffen anbringen und so weiter. Aber am Anfang hast du die Schilde, den Teleporter. Und wenn du nur einen Teleporter benutzt, um Gegner zu zerstören, dann geht das ordentlich ab. So, ich überlege ich gerade mal. Wie nenne ich denn das Team? Ich glaube, ich nenne es. Oh, ich nenne es einfach wie immer Crystal Guardian. Normalerweise heißt mein Schiff Guardian, das ist Crystal Guardian. Und mein Team. Natürlich, der Stromski, der muss immer dabei sein. Dann, als zweites, den Snow. Vielen Dank fürs Zuschauen, Snow. Einer meiner treuesten, fastesten Leitzuschauer. Und als drittes, Jeff Roholic. Die liebe Laura, die schaut mich auch immer sehr fleißig zu. Dafür bedanke ich mich. Jo. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Wird schon. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Normal natürlich. Ich warte mal noch, dass hier immer eine schwere Schwierigkeit schon voraushauen. Weil selbst normal ist noch relativ leicht. Wir haben immer noch hier ganz wichtige Daten, die die Föderation braucht, um das Endschiff zu besiegen. Wie hoffentlich, ihr habt hoffentlich in der ersten Runde gesehen, wie das kaputt gegangen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was sagen wir denn mal? Der Stromski das Flugzeug steuern. Ja komm, lass ihn mal steuern. Und die beiden schicke ich mal darüber. Zum Teleportieren. Ich werde den wahrscheinlich Stromski auch später rüberziehen. Und dann alle drei wahrscheinlich gleichzeitig rüber teleportieren. Weil man muss möglichst schnell die anderen kaputt machen. Ach genau, und ich habe natürlich auch noch ein Cloaking System. Das heißt, ich kann mich unsichtbar machen. Erhöhe meine Ausweichchance, wie auch, dass die Gegner erstmal nicht mehr schießen können. Das ist extrem nützlich. Ich glaube, ich gehe da oben lang. Hey, geht sowieso nicht anders. Mach ich lieber direkt. So. Na? Nö, ich helfe denen, würde ich mal sagen. Nö, wir helfen dem unbekannten Schiff. Und greifen die Piraten an. So, oh nee, eine Boarding-Drohne, die ist nicht so schön. Aber egal, ich schicke den schnell darüber. Dann teleportiere ich mich dahin. Der teleportiert immer ein cooler, da muss man ein bisschen aufpassen. Dass man jetzt ja nicht alles abschießt, aber das wird schon passen. Die haben auch kein Heilsystem, das ist ganz praktisch. Die machen mir ein bisschen was kaputt, gerade so zwei ist gerade unpraktisch. Naja, also wenn sie mir das nicht kaputt schießen. Wenn mir das kaputt schießt, ist echt kacke. Dann ist Ende, glaube ich. Das ist gar keine Boarding-Drohne. Sehr gut, kommt der den nur weniger Leben. Schießt schnell ab. Sehr gut.
Und dadurch, dass ich jetzt hier alle getötet habe, dadurch, dass ich die alle getötet habe, bekomme ich mehr Ressourcen. So, ganz schön O2 noch reparieren. Das Interessante ist. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, ich habe einen Vierer-Teleporter. Ich glaube, es gibt sonst nirgends so einen Vierer-Teleporter. Sonst immer nur zwei oder maximal drei. So. Eben mal alle heilen. Stromski soll wieder ins Cockpit. Genau, die haben. Gucken wir mal ganz kurz auf die Crew. Also. Bisschen erhöhte Health. Langsamer laufen, aber sie ersticken langsamer, was sehr praktisch ist. Ach genau, die Lockdown-Power. Die ist cool, habe ich ganz vergessen. Ich kann mich jetzt hier eine Fähigkeit ausführen. Kann ich einfach machen, testweise. Da kommt ja keiner mehr raus. Ne? Wenn ich jetzt versuche, das muss erst kaputt geschossen werden. Hat aber einen gewissen Cooldown. Da links sieht man das. So. Jetzt werde ich bei Skype angeschrieben, das war nicht euer Skype. So, Stromski. Ist der falsche? Ist der Snow? Hoch da. Schade, dass man die neuen Punktlieder auch nicht auch noch benennen kann immer. Würde ich was verbessern? Lohnt sich eigentlich noch nicht, oder? Die Kamera. Soll ich nehmen direkt mal die Kamera mit? Um zu sehen, was abgeht, wo ich mich hin teleportiere. Ja, ein Händler. Dem helfe ich. Okay, da hat quasi eine Quest erwartet, eine Ladung, und die ist schon eine Woche zu spät. Im Piratensektor, mal gucken. Nehmen wir an, gucken wir uns an. Hier hinten, das liegt mich genau im Weg auch. Perfekt. Gehen wir mal hier noch einen kleinen Umweg. Oh, das sieht ja easy aus. Die können eh nur so ein bisschen kämpfen. Komm, schnell rüber da. Haben wir relativ viele Kanonen. Ich habe das Cloaking-System ja ganz vergessen. Aber wenn ich geklopft bin, kann ich glaube ich auch nicht teleportieren. Das darf man nicht vergessen. Zack, jetzt müsste alles vorbeigehen. Perfekt. So, jetzt mache ich mich jetzt mal dieses Lockdown. Ich versuche gleich rauszukommen. Oder versuche doch nicht, aber egal. Das Wichtige ist, dass ich wirklich nichts kaputt schieße. Das ist essentiell, also dass ich nicht das Raumschiff komplett kaputt mache, aber sonst sterben meine Leute mit und dann habe ich direkt verloren, weil die es quasi alle waren. Na? Komm schnell die beiden rüber. Lass sie den Tod schießen. Na komm schon, komm schon, komm schon. Come on. Danke. So, perfekt. So, zurück teleportieren. Die haben was gegen mein O2-System, habe ich das Gefühl. Gegen mein Heil-Ding. Das bringt mal wieder schön viel Scrap. Sehr gut. Aber ihr habt gesehen, dadurch, dass ich die Sensoren habe, ich glaube, die habe ich im anderen Schiff gar nicht gehabt. Zumindest bisher noch nicht. Dass das sehr nützlich ist, zu sehen, was hat der Gegner jetzt, wie sieht es bei dem aus. Das nutze ich immer sehr gerne. Das eigentlich muss. Das Einzige, wo ich es nicht kaufe, ist beim Cruiser. Habe ich nicht so gehabt. Federation Cruiser, wo ich da durchgucken kann? Ich glaube nicht. Da gibt es nämlich einen, das erste Layout vom Cruiser, vom Federation Cruiser, hat eine Schnecke drin und Schnecken. Die haben automatische Sensoren. Nur so halbe, dass man nur Punkte sieht, aber immerhin. Ja, perfekt. Wieder nur zwei. Rüber da. Zack. Ja. Eben unsichtbar machen. Oh, trotzdem angekommen. Ich habe jetzt eine Chance von, man sieht, 60%. Dadurch, dass ich auch keinen Piloten habe, ist natürlich sehr gering. Das darf man nicht vergessen. Komm, den habt ihr jetzt so schnell abgeschossen. Den Lockdown machen. Vorteil ist natürlich, ich kann während des Lockdowns auch wieder zurück teleportieren. Sehr gut. Es gab jetzt aber nicht viel. Muss ich doch mal sagen. Chef, die Laura, die kann hier schon mal reparieren. Also ich würde mich gerne gleich ein zweites Schild machen. Dafür spare ich jetzt mal. Dafür brauche ich mindestens 50 plus nochmal Energie. Mal rübergehen, zack, darüber. Weiter geht's. Okay, ein Rebell mit drei Crewmitgliedern. Oh, die wollen abhauen. Okay, ganz schnell. Ich glaube, dann ziehe ich den noch schon mal rüber. Wo
hole den dritten gleich noch nach. Oder ich lasse den hier zum Reparieren, komm. Ich hoffe, das klappt auch. Die darf ich auf jeden Fall nicht entkommen lassen. Wenn wir unsichtbar werden. Jetzt habe ich schon eine 75%ige Chance. Sehr gut. So, aufpassen. Lockdown! Nein! Was? Ich hab da geklickt. Nein! Ich bin so ein Vollidiot. Okay, das ist natürlich jetzt auch doof. Weil ich hier gleich zurückziehen muss. Ah, Mist, Mist, Mist. Die Rakete verfehlt mich zu lang. So, aber diesmal mache ich einen Lockdown. Oh je. Boah, das ist aber knapp gewesen jetzt. Na? Ja, sehr gut, das ist schon mal beschädigt. Schnell. Komm, wieder rüber. Ich brauche jetzt einfach alle. Scheiß drauf. Ah, okay, das dauert jetzt eh noch einen Moment. Ah. Fuck, kann sich auf O2 hin. Oh, nicht auch noch sowas. Ach so, das war das. Ach. Okay, jetzt habe ich eh verkackt. Die springen jetzt weg. Komm, lassen wir sie ziehen. Hätte ich mich jetzt auch rüber teleportiert, wäre mein Typ auch weg gewesen. Ach scheiße, der hat jetzt dem Bescheid gesagt. Und deswegen kommt die Rebellenflucht jetzt schneller näher. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal auch schon mal. Sehr schlecht. Dadurch kann man zwar schneller durchspielen. Gezwungenermaßen. Aber dadurch ist man auch wesentlich schwächer. Das ist immer so ein bisschen die Kehrseite. Das sollte besser nicht passieren. Das war jetzt absolut nicht gut. Aber jetzt wieder Scrap verloren. Es ja, ist manchmal nicht so leicht, wenn man keine Waffen und sowas hat. Ich hätte vielleicht nicht das Kamerasystem kaufen sollen. Ich muss natürlich einen ins Cockpit setzen, sonst kann ich nicht springen. Den Hypersprungwagen. Oh ja, siehst du. Scheiße. Mist. Okay, was erwartet uns jetzt? Nee, Wegezoll zahle ich nicht. Greetings and welcome to our beacon. Arschloch. Ja, das werde ich aber eh nicht bereuen. Komm rüber da. Hau so um. Kann ich hier lassen. So ein bisschen kleinen Evade. Das werden die beiden schon schaffen. Sehr gut. Ja, da kommt der extra zu mir. Ja, passt. Vielleicht trifft mich eine Rakete. Aber was soll es? Wahrscheinlich sogar trifft sie mich, oder? Ja, natürlich. Ja, passt. So, eben heilen. Der kann eben reparieren gehen. Ich brauche das System zwar momentan nicht. Aber ich kann es auch kaputt lassen, oder? Scheiß drauf. Jetzt wegen sich nochmal kaputt. Waffen habe ich eh keine. Das passt schon. So. Ich baue es einfach mal schon mal. Wenn ich noch nichts damit machen kann. Oder? Kriege ich das hier? Wenn ich hier wegnehme, dann passt das. Ich hätte, glaube ich, hatte eben. Nee, hatte ich nicht. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. So, ich fliege mal in die Wolke rein. Wir brauchen hier wieder länger, um zu mir zu kommen. Die Rebellen. Na gut, ein Tudor stört mich jetzt nicht besonders. Oh, 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 oh. Okay, stört mich doch. Guck mal, probiert schnell. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Da. Was sollen wir mal machen? Ich muss mich eben heilen. Die Energie raus. Jetzt werden sie eh zu mir kommen und hier werden sie geschlachtet. Dafür sorge ich schon. Da war noch ein vierter. Ja, da rennt zur Kamera. Na? Ah, sehr gut. Ja, so im Heilsystem zu kämpfen ist eigentlich schon imbar, könnte man sagen. Das ist eigentlich schon ein bisschen sehr übermächtig. Geht mal darüber. Du kannst das reparieren.
Genau, wenn ich das Teleportsystem ausbaue, upgrade, dann reduziert sich die Zeit, in die ich warten muss, bis ich wieder springen kann. Zum Beispiel, um schnell rauszuspringen oder wieder schnell hinzuspringen mit einem neuen Typen oder so. Das ist auf jeden Fall wichtig. Auf viele Leute, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber die müssten jetzt im Kämpfen schon gut ausgebildet sein, ja. Passt. So, das aber ich leg mal eben hier hin. Ne, Mist brauche ich nicht. Hat es jetzt nicht gelohnt, dahin zu springen. Naja, egal. Ich habe viel Benzin, das ist gut. Ja, sehr gut, ich kann das Cloaking System benutzen. Damit kann ich das System deaktivieren. Perfekt. Und habe damit ordentlich was bekommen. Sehr gut. Brauche ich das? Ja, wäre ganz gut für Energie. Oder Doors, die wären auch nicht schlecht. Ja, Energie, passt. Kann ich mich hier mal in die Welt ein bisschen erhöhen. Immerhin 5%, ist nicht wenig. Oh, hier wartet uns gar nichts. Schaffe ich es da hoch? Nee, ich schaffe es nicht mehr zum Store. Ich glaube, ich hätte nicht einen Store in dem Scheißding. Das schaffe ich aber nicht. Lieber zur Quest noch und dann durch. Ich will die Rebellen nicht erwarten. Take the cargo, okay. Dann schnappe ich mir die Ladung. Ja. Und werde es dann liefern. Oder ich nehme die Ware für mich selber. Ich glaube, ich nehme sie für mich selber. Eine Pegasus Missile. Naja. Was ist denn das nochmal genau? Also einfach eine normale Rakete. Aber drei Power und ich. Für mich das System ausbauen, das lohnt sich eigentlich nicht. Nö. Momentan lohnt sich das nicht. Na gut, werde ich es verkaufen beim nächsten Store. Oh, das können wir jetzt überlegen. Die können, na, die Lane bringt mir nichts. Scouten auch nicht, ich bin jetzt eh weg. Dann bekämpfe ich es. Wobei die ziemlich stark sind, die sollten wir immer. Aber ich muss mich nämlich eh teleportieren. Sollte das eigentlich passen. Ich lasse den mal hier. Für möglichst schnell angreifen. Ach stimmt, der hat ja auch so ein Energy, die halten ja eh nichts aus. Sehr gut. Und nach dem Kampf mache ich auch einen kleinen Break. Komm eh nicht durch mein Schild durch. Passt. Zumindest nicht, außer wenn sie gleichzeitig schießen, dann kriege ich ein Problem, aber sonst. Ja, guck, passt. Perfekt. Hey, ich kann besser kämpfen. Der Snow. Snow, unser Fighter. Passt eigentlich, der ist auch unser Drachenjäger. Ne? Snow, der Drachenjäger, der Erste. Das haben wir in der Modded Minecraft-Folge gesehen von Mustang Projects, wo Snow mit dabei ist und der Hengst. Und der Mustang natürlich selber. Die haben jetzt ihre mittlerweile 60 Abonnenten und haben eine richtig coole 50 Abonnenten Special-Folge rausgehauen. Schaut es euch mal an. Sind bei mir verlinkt mit dem Namen Mustang Projects. Ich glaube mit so einem grünen Bildchen. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schauen wir uns unser Team nochmal an. Ja, Stormski ist noch ein bisschen schwach dabei. Weder im Steuern besonders doll, noch im Reparieren. Aber im Kämpfen wird er bald mal was zustande bringen. Snow natürlich schon gut dabei. Und die Laura kann sich natürlich entscheiden, ob sie Handwerkerin oder Soldatin werden soll. Gut, ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.